Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Die Anzeige stimmt nicht ganz. Ich muss mal hier kurz auf Aktualisieren drücken. Ja, willkommen bei Shakes and Fidget. Wir wollen jetzt spielen und da gibt es ja jetzt Flash-Sekunde. Ah, stimmt. Wenn ihr auf der neuen Welt spielen wollt, müsst ihr hinter der Adresse noch Schrägstrich Beta eingeben. Dann kommt ihr zur neuen Shakes and Fidget 3.0 Remastered. Wieso sollte ich die Seite übersetzen? Aber wäre mal interessant zu wissen, was Shakes und Fidget auf Deutsch heißt. Nee, also zumindest müsst ihr einfach auf w27.sfgame.net Schrägstrich Beta eingeben. Dann kommt ihr auf die neuen. Wenn ihr nur die w27 net eingibt, dann landet ihr auf dem normalen. Ah, die sehen ja eigentlich alle cool aus. Ah, hier gibt es dann auch so ein paar Übersichten. Sieht man auch noch die Zahlen da? Die sieht man leider nicht mehr. Okay, das ist das Hauptattribut ist, aber wir haben beide mehr geschickt. Also irgendwie sind die Anzeigen. Also grundsätzlich sind die ja okay, aber das Einzige, was da eigentlich interessant ist, ist so ein bisschen noch Ausdauer. Das ist irgendwie bei allen mittelmäßig, oder? Ist bei irgendwem anders? Na okay, beim Krieger ist es ein bisschen mehr. Bei dem Magier sieht es hier nach Augenmaß genauso aus wie bei den anderen. Glück ist eigentlich jetzt auch nicht wirklich unterschiedlich. Ja, aber wir wollen ja auf jeden Fall den Kampfmagier zocken. Volk. Ach, wo sehen wir denn jetzt hier die Volksboni? Ah, hier, okay, wir haben mit der Maus rübergehen. So, das war Kampfmagier, sah jetzt so aus, als wäre Stärke sein Hauptding. Wo haben wir denn was? Minus 2, plus 3. Ich glaube, der Dämon wird es werden. Ja. Und auch noch plus ein Ausdauer. Geschick ist egal. Glück ist auch nicht ganz so wichtig. Aber wir würfeln mal ein bisschen. Sehen zumindest schon mal gut aus, die neuen Icons. Ja, hier. Der ist. Okay, dein Name. Oh, gehen soll ja jetzt Doppelnamen. Dr. Seutberg. Fast. Nee, wir nennen uns mal. Und hoffen mal, dass der Name noch nicht weg ist. Es scheint erstmal zu gehen. Sehr schick. Und der Pilz tanzt jetzt schon mal nicht mehr so alleine. Wir haben ja wenigstens an der Seite schon was. Ich warte mal trotzdem noch, bis der ausgetanzt hat. Und dann Gildenchat nicht verfügbar. Du bist in keiner Gilde. Grauenvoll. Aber wenigstens das Chatten geht schon mal. Das sieht so jetzt erstmal ganz schick aus, muss ich sagen. Wir schauen mal in die Taverne. Aber lädt natürlich extrem lange. So, dann müssen wir nicht mehr so mittig klicken, sondern. Ja, so. Ah, okay, mit Rauf-Runter-Tasten geht auch noch. Obwohl das jetzt. Geht auch links-rechts. Ja, geht auch. So, die Anzeige ist natürlich jetzt ein bisschen übersichtlicher. Ah, okay, und jetzt wird auch nicht mehr mit Silber angezeigt. Ich glaube, auf den alten Spielwelten war das immer noch mit Silber, oder? Muss ich mal kurz das schon mal aktualisieren lassen. Aber wir nehmen mal hier was mit richtig viel XP. Ach so, auf die Zeit muss ich achten. Da muss ich erstmal gewöhnen, dass sich alles ein bisschen anders ist. 15 Sekunden. Ach komm, eine Minute kann es erstmal laufen. Die Grafik. Sieht jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht groß anders aus, also ich sehe da keine großen Veränderungen. Was ich natürlich schön gefunden hätte, ist, wenn die ganzen Questtexte zu sehen wären, während der Text läuft. Weil eben in der Taverne hatte ich keine Zeit, mir das durchzulesen, weil ich möchte ja möglichst schnell die Quest starten und das geht natürlich nicht. So, du kannst keine Spieler angreifen. Ja, das geht natürlich nicht, das stimmt. Aber in den Waffenladen kann ich gucken. Hat auch ein bisschen länger geladen. Ah, genau, Magier. Vor jedem Kampf verpasst er einen Feuerball mit explosivem Schaden. Das ist ja mal geil. Aha. Okay, und dann schlägt er ganz normal zu. Aber wie viel Schaden macht der Feuerball? Und wird der Feuerball jetzt von Stärke beeinflusst, vom Waffenschaden oder von. Das würde mich natürlich jetzt mal interessieren. Werden wir gleich sehen. Gleich haben wir den ersten Kampf durch. Hätte ich vielleicht auch lieber was Kürzeres nehmen sollen. Aber irgendwie sehe ich jetzt hier noch gar nicht den Fall. Wo sind denn die Optionen hier? Zahnrad. Gucken wir erstmal da. So, Lautstärke. Ah, die Keys bei mir sowieso aus. Wir wollen Gegenstände vergleichen. Flimmerkiste sollte eh nicht gehen. Das wollen wir auf jeden Fall auch. Sequenzen überspringen muss man nicht. Sprache nach Spieler anzeigen. Okay. Speichern. Ah, okay, stimmt. Jetzt muss man ja beim Erstellen, hatte ich ja eben gerade nicht mal mehr sein. E-Mail und sowas alles angeben, das kann man jetzt ganz in Ruhe nebenbei machen. Oder wird halt später auch drauf aufgefordert. Aber die Sachen kann ich hoffentlich jetzt auch so speichern.
Oder wenn ich jetzt hier rausgehe wieder, ist es dann weg und er hat es nicht gespeichert. Gucken wir mal. Okay, ein fetter Feuerball mit 5 Schaden. Und dann mache ich 11 Schaden so. Oh, die Anzeigen, die. Also das ist echt noch eine Beta. Das sieht man ja hier irgendwie, das Leben ist noch da. Aber Kampf speichern wir mal trotzdem. So, derselbe Fuzzi sitzt wieder da. Wir nehmen jetzt mal eine ganz kurze Quest. Ah, okay, das geht auch wieder von vorne los. 30 Sekunden. Nehmen wir mal die hier. Ist jetzt auch erstmal egal. Achso, ich wollte ja einen Arenakampf machen. Wo ist natürlich jetzt erst. Aber gucken wir mal in der Ehrenhalle, was da schon los ist. Oh, ziemlich viele Leute haben angefangen. Achso, auf S1 Deutschland wurde jetzt auch die neue Version schon aufgespielt und da kann man es auch schon zocken, genauso wie auf dem neuen polnischen Server. Da geht das auch. Okay, gucken wir uns mal hier Rang 1 an. Goldbunker. So, aber man sieht nicht. Wie viel Feuerball, wie viel Schaden der Feuerball macht. Aber ist natürlich eine schöne Mechanik. Also das gefällt mir. Aber hier war jetzt kein Feuerball zu sehen, oder? Stand hier nicht eigentlich, dass ich vor jedem Kampf. Ah, der sieht ja auch cool aus. Das mache. Den Kampf muss ich mir nochmal anschauen. So. Ah doch, okay, den hat er geblockt. Okay, also das ist denn schon mal kein magischer Schaden, weil dann wäre das Ding ja nicht blockbar. Weil Angriff vom Magier können ja nicht geblockt werden. So, ich sollte erstmal mein Gold raushauen. So, ist das jetzt hier nun Hauptattribut? Hauptattribut des Kriegers und Kampfmagiers. So, dann wird hier erstmal ordentlich. Ah, sieht zumindest schick aus, wieder was aufsteigt. Hier fällt mal. So, den Gürtel legen wir dann schon mal an. Wieso kann ich den nicht an? Ah. Okay, geht auch, aber scheinbar kann ich hier jetzt auch rechte Maustaste machen. Das ist auch cool. Finde ich nicht schlecht. Rechte Maustaste anlegen geht auch. Kann ich hier jetzt auch auf die Dinger? Ah, hier kann ich auch so rechte Maustaste kaufen. Geht auch. Und er vergleicht jetzt auch schon die Items. Das ist schick. So, und dann gucken wir mal in der Arena, wen wir hier angreifen können. Wer macht denn hier solche Charaktere noch? Stufe 1 Gegner, bin ich auch noch Stufe 1? Ja, leider. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen geskillt und. Wir probieren mal gegen Assassin. So, Feuerball zieht 33 ab. Ist ja schon mal nicht schlecht. So, und die nächsten Schläge machen. Ich mache trotzdem so viel Schaden. Also irgendwie macht der Feuerball nicht wirklich mehr Schaden, muss ich sagen. Also würde mich echt mal interessieren, wie sich der Schaden des Feuerballs zusammenrechnet. Also wenn das einer von euch weiß, gerne mal posten. Ansonsten versuche ich das auch mal herauszufinden. Gibt es ein paar schicke Schuhe. Nehmen wir mal mit. So, Glücksrad drehen sollte ja auch schon gehen. Ah, steht jetzt auf jeden Fall für 10 Lucky Coins darfst du einmal drehen. Das ist ja schon mal schön. Und heute darf man einmal kostenlos drehen. Ah, und hier kann man gleich unten auch anklicken, wenn man das Gedrehen nicht mehr haben will. Dann weiß auch jeder gleich, was Sequenzen überspringen heißt. Und was wird's? Stein. Yeah, ein Stein gewonnen. So, Ehrenhalle haben wir hier. Hier haben wir dann auch die Festungsehrenhalle. Da sind auch schon welche dabei. Pets noch nicht. Unterwelt haben wir auch. Was haben wir denn hier? Kämpfe, Freunde. Das ist eigentlich wie immer. Gilde, ja, da haben wir noch nichts. Festung. Okay, wenn man da zweimal draufklickt, passiert noch gar nichts. Also ich habe schon einen Stein von 0. Achso, okay, die war eben noch hell, weil jetzt gerade nach 18 Uhr ist es etwas dunkel. Deshalb hatte ich mich gerade gewundert. Aber grundsätzlich sind hier keine weiteren Gebäude zu sehen, oder? Schatzkammer, Akademie, Edelsteinmine, Steinbruch. Nee. Nö, nö. Leider nichts weiteres zu sehen. Das ist schade. Ah, hier sieht man auch gleich immer, auf welcher Welt man ist. Das war ja beim alten ähnlich. Dungeons sehen auch erstmal noch genauso aus, so relativ. Hier ist jetzt ein bisschen viel Platz, aber das kann sein, dass es vorher auch schon so war. Ja, es ist genau dasselbe Bild. Da ist jetzt nichts Neues groß. Kann man jetzt auch noch nichts weiter anklicken. Ein bisschen schade erstmal. Stall, wie schaut der aus? Okay, hier kann man gucken, was man so kaufen kann, was die kosten. Und irgendwo soll man hier dann auch zu den Pets kommen. Ah, hier rechts, glaube ich, ist es dann die Tür. Muss man noch mal gucken, ob das dann wirklich immer einfacher ist, weil bis jetzt war es ja immer nur ein Klick. Jetzt muss man dann vielleicht zweimal klicken. Mal
Mal schauen. Ansonsten sehen natürlich die Bilder sehr schick aus hier. So, Zauberladen. Ja, sieht eigentlich wirklich noch fast genauso aus wie die alte Grafik. Fällt mir jetzt so spontan nichts Neues ein, auf hier. Ja, also wirklich nur mit dem Gold. Das war, kann ich mir nicht vorstellen, dass es vorher mit 0, war. Ich glaube, das waren vorher wirklich Silberstücke, aber das wurde jetzt, denke ich mal, vereinfacht. Um vielleicht Rechenkapazitäten oder irgendwas zu sparen. Arena hatten wir uns ja gerade angeschaut. Okay, das Bild rutscht dann auch immer so vor. Das ist vielleicht, weil der keine Waffe hat, sondern in den Nahkampf geht. Aufstieg. Okay. Das ist natürlich mal eine Animation, die jetzt dann Level Up schon ein bisschen schicker macht, als einfach nur jeder Charakter, was sich auch gar nicht mehr gibt, wackelt ein bisschen und fertig ist, sondern hier hat man gleich nach dem Kampf den Aufstieg. Mal gucken, ob der auch sich mitspeichern lässt. Und wenn wir uns jetzt den Kampf angucken, ob diese Animation dann nochmal kommt. Kommt nicht. So, wir haben ein paar neue Schuhe, die wir auch gleich mal anziehen. Schadenreduktion. Ah, okay, maximal 40% Schadenreduktion. Auch interessant. Ein magisches Schutzschild. 40%. Warte, 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 jetzt muss ich es mal allein lesen. Der Kampfmagier verfügt über einen magischen Schutzschild, der ihn plus 40% Rüstungsschutz verleiht. Okay, also das. Ah, okay, das heißt vielleicht, dass er nur Magier-Sachen anzieht, aber er hat im Endeffekt dann 40% mehr Rüstung von dem, was es eigentlich für einen Magier geben kann. Maximal 50% Rüstung kann er kriegen. Okay. Heißt natürlich, sind die denn gleichwertig, die Gegenstände mit denen des Kriegers? Weil der hat ja plus 50% oder sind es dann diese Standard 10% und von denen gibt es dann 40% mehr, was ja dann im Endeffekt 14% mehr wären und man eigentlich diese 50% dann sehr schwer erreicht, was ich allerdings nicht glauben werde, würde. So, Glückstreffer ist bei ihm ganz normal alles. Ausdauer ist, glaube ich, genauso wie beim Krieger mit dem mal 5. Schaden scheint auch eine ganz normale Kriegerformel zu sein. Okay, ja. Das war der Kampfmagier. Hier kommen wir. Nee. Zum Pilzdealer. Nee, da müssen wir alles noch ein bisschen. Ah, okay. In der Stadtansicht sieht man dann auch gleich, wenn hier irgendwo Cooldowns sind. Sehe ich das dann auch beim Dungeon? Bestimmt ist dann hier auch so ein Timer. Also lohnt sich dann auf jeden Fall auch in die Stadtansicht zu kommen, weil hier sehe ich es ja jetzt nur, wenn ich den Mouse-Over mache. Aber das kann ich vielleicht bei Optionen noch irgendwo einstellen. Timer dauerhaft anzeigen, genau. Da war das. Dann sieht man das auch schon viel schicker. Ausrufezeichen. Da wurde noch nicht gesichert. Ja, stimmt, ich habe noch gar kein Passwort festgelegt. Was ist jetzt, wenn ich mich auslogge und jemand anders sich mit dem Namen einloggt? Ist das denn weg oder nicht? Und wo bin ich jetzt überhaupt in der Ehrenhalle? Ich sehe mich gerade hier jetzt nicht. Kann aber auch sein, dass ich blind bin. So, gucken wir mal kurz. Mein Charakter ist auf Rang 10.086. Ja, okay, das aktualisiert jetzt vielleicht noch zu schnell. Aber ich sehe mich nicht. Jetzt spontan. Ich habe immer noch 10.086. Wir sind aber andere Leute. Aber ist ja, wie gesagt, noch eine Beta. Also mit dem Feuerball, was der für Schaden macht, würde mich natürlich interessieren. Und die Frage ist natürlich, ob es natürlich langfristig überhaupt was bringt, weil die ersten Schläge in den Kämpfen natürlich oft nicht entscheidend sind, sondern meistens immer eher die späteren. Also besonders im Dungeon, wenn man dann irgendwie 5, 6 Mal schon zuschlägt. Ja, Toilette blinkt schon auf, kann man noch nicht hin. Stadtwache gehen auch nur 10 Stunden, also da ändert sich nichts. Man sieht auch, wann es endet. Also grundsätzlich hat sich jetzt hier erstmal nichts geändert. Hütchenspieler
Ist noch genau der alte. Die Lampe kann ich nicht anklicken. Hier kann ich Bier trinken. Ist eigentlich. Ja, stimmt, den Zettel gibt es ja, glaube ich, auch noch nicht auf Stufe 1. Oder ist irgendwo der mit den täglichen Quests der Zettel? Ist auch nicht zu sehen. Nee. Ja, also sieht auf jeden Fall schick aus, kann man nichts sagen. Aber irgendwie erkenne ich jetzt, abgesehen davon, dass jetzt hier ein Magier dabei ist, keinen neuen Content. Das ist schade. Dann muss ich hier mal mit meinem anderen Char weiterspielen. Ah, 5 Warmglücksrate. Nee, keine Lust. Ich spiele mal morgen weiter. Gibt ja sowieso morgen dann 5-fach Gold. Von daher hoffe ich, dass ihr möglichst lang die Stadtwache reinmacht, um dann morgen auch richtig schön abzusahen und die dicke Kohle zu kriegen, wenn denn ab morgen das Event ist, dass man kostenlos sein Bierchen auffüllen kann und auch noch alle Events gleichzeitig laufen. So, und dann verabschiede ich mich mal für heute und mal schauen, vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.